Hallo, willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Gerhard Oeder. In diesem Video geht es um den Markt Rück- und Ausblick Nummer 1 2020. Die vergangene Woche war relativ kurz, trotzdem sahen wir zwei dynamische Bewegungen. Erstens der Euphorie geschuldet ging es sofort am ersten Handelstag nach oben. Doch nach den Ereignissen in der Nacht gingen die Futures sofort in Tauchfahrt über. Ganz anders das Öl, welches dynamisch zulegte. Wie es nun weitergehen könnte, sehen wir uns direkt am Chartprogramm an. Wir beginnen wie üblich mit dem Dow Jones. Gegen Ende des Videos gehe ich auf einen Vergleich ein, Dow Jones und Öl. Hier die letzte Prognose im Dezember, also long bis hinauf zur Linie, was sich ja erfüllt hat. Interessant ist, wenn man den Dow Jones in der Wochenkerze sich anschaut, so ist das Ganze relativ bärisch. Ich gehe eigentlich jetzt davon aus, dass wir tatsächlich korrigieren werden. Der DAX hat das Ganze nach oben hin nicht so mitgemacht. Hier ist die Entscheidung auch noch immer noch offen. Auch im Future sehen wir das so schön. Ja, bei der Nasdaq, da muss der Bruch der Linie kommen, danach geht es tatsächlich runter. In China, die Linie, die konnte man nicht überschreiten, man hat zwar kurzfristig drüber geschaut, aber da gehe ich auch eher von einer Korrektur aus. So auch der Volatilitätsindex hat angeschlagen, aber da könnte noch einmal runterkommen. Nun kommen wir zu den Aktien. Apple, ja, die bilden ein Top, sogar mit einer Erschöpfungslücke, also mit einem Gap. Aber erst bei Bruch der Linie sehe ich tatsächlich die Korrektur bestätigt. Das Ähnliche ist bei Microsoft. Auch hier muss zuerst die Linie brechen, dann erst gehe ich davon aus, dass es wirklich tiefer geht. Bei Google, ja, da sind wir noch weit weg. Da muss diese Unterstützung erst einmal rausfallen, dann auch geht's runter. Bei Facebook, da wäre nach oben hin noch etwas Luft, wobei hier unten das Gap, also Nummer 2, was ich hier markiert habe, noch immer noch offen ist. Netflix, da bin ich eigentlich sehr bärisch. Das Ganze ist ein Keil, der nur nach unten aufgelöst werden sollte. Tesla, super stark, noch immer noch unterwegs. Nach oben hin, die Linie ist offen. AMD, also der Chip-Hersteller, hat endlich das 2000er Hoch erreicht, sollte nun auch korrigieren. Boeing, unglaublich, wie gut sich die Aktie noch immer noch hält. Die haben die halben Flugzeuge gegenüber dem Jahr 2018 verkauft und trotzdem ist die Aktie noch immer noch so hoch. Die Lufthansa, da sehe ich eben der fallende Kurse nach sich ziehen. Diese Aktie, da gibt es ein eigenes Video, ist 14% im Plus, auch da sollte es nun etwas korrigieren. Ebenso sehe ich das auch beim Gold. Zur Erinnerung, wenn wir über die Linie gehen, dann sollte es auf der Longseite Chancen bieten. Die Öllager sind eigentlich voll, daher gehe ich eher wiederum von Entspannung aus am Ölmarkt. Bitcoin, ja, der sollte jetzt endlich nach oben hinausbrechen oder wiederum das Seitwärtsgedattel wird weiter. Nun Euro-Dollar, unter der Linie sehe ich die Short-Seite eher. Das gleiche ist beim Franken, dieser hat bereits zugelegt, also ist bereits im Krisenmodus. Da sollte aber noch wesentlich mehr kommen. Nun jetzt hat der Vergleich Öl und Dow Jones. Wir hatten am 17., damals als diese Raffinerie in Saudi-Arabien teilweise zerstört worden ist, auch so einen Sprung nach oben. Die Folge ist, der Dow Jones ist dann kurze Zeit, zwei, drei Tage später, in eine Korrekturphase übergegangen. Das könnte womöglich die Blaupause sein für die nächsten Tage. Fazit meinerseits, die kommende Woche wird sich in den ersten ein, zwei Handelstagen entscheiden. Ich gehe davon eigentlich aus, dass wir nun in eine Korrekturphase übergehen sollten.